Aber da sehen Sie, wie wichtig die Freiheitliche Partei in dieser Regierung ist, damit nicht die Fehler der Vergangenheit unter Rot-Schwarz sich wieder fortsetzen. Ne? Und da stehen wir sicher in der Regierung. Glauben Sie, dass der Bundeskanzler mit einem anderen Koalitionspartner das anders gemacht hätte jetzt? Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Ne? In der Vergangenheit hatten wir ja die Realität, Rot-Schwarz, war ja auch der Bundeskanzler Minister der ehemaligen Regierung, da haben wir gesehen, wie das Versagen 2015 der Fall war. Und da sind wir heute der Garant dafür, dass sich das nicht mehr wiederholen wird. Und das haben wir jetzt auch mit einer Grenzschutzübung von Seiten des Innenministers und des Verteidigungsministers mit der Puma-Gruppe ja auch geübt, ganz bewusst, um auch das Signal zu setzen. Würde über den Balkan wieder so eine Entwicklung entstehen, dann würden wir nicht zulassen, dass ein Durchwinken stattfindet. Wie würde das genau ausschauen? Dieses Grenzen dicht machen ist ein ganz schwieriges Thema, rechtlich nicht so einfach. Wie würde das ganz konkret ausschauen? Es kommen tausende Flüchtlinge, Migranten, wie immer Sie das nennen wollen, nach Spielfeld. Da war jetzt dieser Showcase, ne? Das war doch eher hatte doch ziemlich einen Showcharakter, glaube ich, kann man sagen. Wie würde das dann konkret im Ernstfall ausschauen? Wie schützt Österreich, wie macht Österreich seine Grenzen? Ja, im Ernstfall leben wir das vor, dass es gar nicht so weit kommt, weil wir ein Frühwarnsystem entwickelt haben. Daher aufgrund der aktuellen Entwicklungen am Balkan erkennen, das nimmt wieder zu. Rechtzeitig mit den Staaten am Balkan auch der Innenminister die Gespräche aufgenommen hat und dort auch zurückgewiesen wird, damit eben gar nicht mehr so weit kommt. Und genauso versuchen wir auf europäischer Ebene Partner hier auch zu finden. Und da gibt es durchaus einige, die sehr wohl die gleiche oder selbe Position wie wir haben, zu sagen, wir müssen jetzt eine gemeinsame Ebene definieren, die Außengrenzen zu schützen, klar zu sagen, die Migration nach Europa, und das ist im Wesentlichen eine illegale, zu stoppen und jene, die illegal zu uns gekommen sind, zurückzubringen. Und das beginnt natürlich an der Küste Libyens, wo es nicht sein kann, dass die Schlepperorganisationen, ich sage, manche geben sich als NGOs aus, an der Küste Libyens Menschen abholen, um sie nach Europa zu bringen. Und das ist einfach ein Zugang, den man abstellen muss. Das ist letztlich eine Unterstützung des grausamen Schleppergeschäfts, das man nicht mehr zulassen. Darüber